herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch heute zeigen, was ich bei DM bestellt habe. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal bei DM bestellt habe. Hat einfach den Grund, da ich unmittelbar keinen in der Nähe habe und ich glaube, bestellt habe ich seit 2-3 Monaten nicht mehr. Also es wurde Zeit und ich würde sagen, wir fangen doch gleich mal an. Ich schaue mal, was ich als erstes euch zeigen werde. Das ist hier einmal von Balea, straffende Pflege mit Q10, Antifalten und Straffung mit Vitamin C und E. Dabei, fragt mich nicht, was ich dabei gedacht habe, aber ich habe hier so kleine erste Fältchen und ja, mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ich fand das eigentlich ganz gut hier. Ich habe es euch falsch schon hier gezeigt. So sieht es einmal aus. Bin ich gespannt. Ja, werde ich auf jeden Fall benutzen. Energie für müde Haut steht hier einmal, aber ich weiß nicht, ob man das allgemein anwenden kann oder zu einer morgens und abends nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals, Dekolleté auftragen, sanft einmassieren, Augenpartie aussparen, ideal als Make-up-Unterlage. Das ist natürlich sehr toll. Bin ich gespannt, was das so macht. Dann habe ich hier von Essence The Blush. Das ist einmal, ich mache es euch einmal auf. Das hat hier eine sehr schöne Prägung hier. Das ist einmal 010 Befitting, heißt einmal die Farbe. Genau, oh, ich habe gesehen, ich habe etwas, mir ist etwas runtergefallen, das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich hier noch einmal von Baby Love, ab einem Jahr Erdbeer und Heidelbeer in Apfel. Also das ist wie so ein Smoothie, das gebe ich ja meiner Tochter sehr, sehr häufig. Und jetzt habe ich einfach mal eines mitgenommen, um es auszuprobieren. Da sind auch 100 Gramm drinnen und ist auch einmal Bio. Genau, dann habe ich zweimal Augenpads mitgenommen mit Glitzereffekt, auch von Balea, Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Mangolienextrakt und Vitamin E. Und auch von Balea Hydro Augengel Pads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das fand ich ganz interessant. Ich finde auch die Packung sehr schön und auch die Farbe finde ich eigentlich ganz schön. Und ich muss sagen, ich komme mit dem Balea Augenpads relativ gut zurecht. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme die jetzt mal mit. Und ich hatte auch nicht mehr so viele oder habe auch nicht mehr so viele. Dann machen wir doch weiter mit Soft und Sicher hier. Das sind einmal Taschentücher. Da konnte man sich leider die Verpackung nicht aussuchen, aber ich finde, das passt sehr, sehr, sehr schön hier mit den Blumen. Ich weiß gar nicht, wie viel sind da drin. 100 Stück, genau. Ich mag das immer, dass ich so etwas da habe, auch wenn sie dünn sind. Ich weiß, viele von euch sagen, die wären zu dünn, aber mir reicht das völlig aus. Dann habe ich hier von Balea belebende Augenpflege bei Schwellungen und Augenringen für frische Leuchtkraft mit Hydrokomplex für normale Haut, wäre das einmal. Ich habe ja von Balea die Tages- und Nachtcreme bzw. Pflege und da habe ich mir gedacht, machen wir das mal komplett, die ganze Pflege hier von der Balea-Serie und es ist parfümfrei und auch mit 10% Aloe Vera. Dann habe ich hier, weil eine liebe Zuschauer mich darauf aufmerksam gemacht hat, vielen Dank dafür, von Schwarzkopf das Clisco Hair Repair Shampoo. Da hatte ich ja die Spülung, weil ich die in der Beautybox drinnen hatte und hatte euch gefragt, ob es die denn auch als Shampoo gibt. Und das, sie hat mir gesagt, bei DM gibt es das wohl für 2,75 glaube ich. Und ja, jetzt habe ich die Spülung und das Shampoo hier, bin ich sehr, sehr gespannt. Auch hat auch 250 Milliliter und wie gesagt 2,75 geht völlig klar. So, da war ich hier noch eine 7 Sekunden Express Repair Kur mit dabei. Finde ich ganz gut, dass sie sowas mit beilegen. Muss ich probieren, auf jeden Fall, bin gespannt. Sowas mag ich ja relativ gut, gerne. Dann kommen wir doch zum nächsten Produkt, auch von Balea, Hautrein Anti-Pickel-Patches mit Salicylsäure,
genau, kann ich auch sprechen. Schnelles Austrocknen der Pickel, wirksame Lösung gegen Pickel und Mitesser, antibakteriell und hautberuhigend und für unreine Haut. Ihr wisst, ich habe immer wieder mal unreine Haut. Ich hoffe, das geht hier mit dem Licht irgendwie. Hier die Sonne in den letzten Tagen macht hier, was es will, und meine Haare auch, tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, was ich mir jetzt bei dem hier gedacht habe, warum ich mir das jetzt wirklich in den Warenkorb reingelegt habe. Ich muss mal gucken, wie das hier aufgebaut ist. Ja, das sind eben so kleine Patches, die man dann eben auf diese Unreinheiten geben kann. Und man lässt es 8 bis 10 Minuten einwirken. Bin gespannt, hatte ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe sehr viele Unreinheiten, gerade zur Zeit auch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also eigentlich war es schon besser, aber jetzt fängt es wieder an, irgendwie schlimmer zu werden. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und machen wir doch weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar, das ist hier von Ebelin ein Spiegel. Der ist hier 2,5-fach vergrößert, hat einfach den Grund, warum ich mir überhaupt einen Spiegel bestellt habe, da meiner kaputt gegangen ist. Meine Tochter ist der Spiegel runtergefallen, ist aber zum Glück nichts passiert, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen gekauft. Wobei ich mit meinem sehr zufrieden war, weil es einfach mehr Fläche gab. Das ist ja so ein kleiner Runde, aber vielleicht kaufe ich mir dann noch einen anderen, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die einfach ein bisschen größer sind und auch vom Aufstellen her, dass die einfach höher kommen. Das wäre ganz lieb, wenn ihr mir das vielleicht schreiben könntet. So, dann habe ich etwas für meine Tochter mitgenommen. Fly With Me von Balea. Dusch und Shampoo. Sweet Butterfly. Duftet nach magisch süßen Regenbögen. Heißt das hier einmal. Das fand ich so süß. Und die Verpackung, die ist so schön hier mit dem Regenbogen, mit den Schmetterlingen. Ich mag das ja allgemein sehr. Ja, das riecht wie Kaugummi, aber es riecht gut. Und sie hat ja bisher nur das von Nivea. Aber es ist auch eben dieses 2-in-1 Dusch und Shampoo. Und ja, ich werde es jetzt mal ausprobieren. Vielleicht mag sie es ja, beziehungsweise, naja, hier ist der Duft ja noch egal. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, dann kommen wir doch schon zum nächsten Produkt, und zwar, das ist einmal hier mein heißgeliebtes Nivea Shower Gel Water Lily Oil. Habe ich mir mal wieder nachgekauft und ja, muss ich nicht viel dazu sagen, habe ich schon jetzt etliche Male etwas in den Videos dazu gesagt, dass ich das einfach Bombe finde. Ich nehme das für die Haare, ich nehme das ab und zu auch eben als Dusch, als Shower Gel, aber als Shampoo ist es für mich einfach das Beste für meine Haare und sie fetten einfach nicht so schnell wieder nach. So, dann habe ich hier gesehen von Denk mit WC-Reinigungsgel mit Lavendel. Ich muss sagen, Lavendel, ich bin kein Lavendel-Fanatiker, beziehungsweise ich mag den Geruch nicht allzu gern, aber ich fand, es klang sehr interessant. Aber ich kriege es jetzt gar nicht auf, aber ich möchte einfach... Oh doch, das riecht sehr erfrischend, aber irgendwie hat das auch so ein bisschen noch so ein Zitrusgeruch, aber steht jetzt nur, dass da Lavendel einmal mit da drinnen sei und ich finde die Verpackung auch recht schön und von Denk mit die Produkte, die sind ja eigentlich allgemein sehr, sehr schön eigentlich. Gut meine ich und schön, ja, von der Verpackung her. So, dann habe ich hier auch von Denk mit von der gleichen Reihe anscheinend, denn die Aufmachung ist gleich, ich finde die Flasche sehr schön. Muss ich sagen, ach so, hat hier einmal 750 Milliliter enthalten. Hier haben wir einmal einen Badreiniger, stark gegen Kalk und Schmutz, ohne Farbstoffe und Konservierungsmittelzusätze. Ich sehe jetzt gerade aber nicht, 500 Milliliter sind hier einmal drin. Ich weiß nicht, ob das hier an dem Wasser liegt, weil... meine Dusche verkalkt hier nach wenigen Tagen, also da muss man schon was Starkes irgendwie dagegen wirken, wie auch immer man das nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe das gesehen, fand es sehr interessant, probiere es mal aus und schau mal, ob das hier den Kalk auch wirklich restlos verschwinden lässt. So, jetzt zum letzten Produkt und das ist einmal eine sichtbare Glättung Retinol-Tuchmaske, Intensivfeuchtigkeit mit Retinol und Vitamin C, straffend und glättend für anspruchsvolle Haut.
Die habe ich auch jetzt schon länger gesehen. Allgemein hatte ich das, diese ganzen Artikel und eigentlich auch noch andere Produkte, aber die gibt es jetzt irgendwie online nicht mehr. Und wie gesagt, bei mir gibt es in der Nähe kein DM, deswegen bestelle ich ja meistens bei DM. Ja, und die gibt es ja, glaube ich, noch von einer anderen Marke, die ja neu dann wäre, beziehungsweise glaube ich eine limitierte Edition, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, ich fand die Verpackung auch sehr schön. Und von Balea, die Tuchmasken, die mag ich ganz gern, muss ich sagen. Auch die Passform ist gut. Und ja, ich bin gespannt, was sie so macht. So, ihr Lieben, das war mein kleiner, aber feiner DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.